Unsere Leute erzählen am 30. Treffer. Heute ist Gast bei unserer Interviewband Lukas Zielenski. Hallo. Lukas, Frage, du hast ja vorige Saison eine schwere Verletzung gehabt. Ein Kreuzbandriss im Knie. Bist du vollkommen fit, oder wie geht's dir? Jetzt ist es besser als war. Aber ich muss mehr spielen. Das ist nur zur Praxis. Der Doktor sagt, das ist alles okay, aber ich habe noch keine Angst. Und das ist nur Spielerpraxis. Also ist noch das Problem eher, dass er ein Kopfproblem hat, weil das, nicht körperlich ja, ist alles fit? Körperlich ist alles okay. Der Doktor sagt, das ist gut, aber ich habe ein Problem, mache Finte zu linker Seite. Ich weiß es, aber außer noch nichts. Ich weiß nicht warum, ich weiß es nur im Kopf. Heute Eckenburg ganz klar geschlagen. Auswärts haben wir mit einem Tor verloren. Ja, das war. Das war ein schlimmes Spiel, oder? Wir spielten da sehr schlecht. Das war ein schlechter Tag, schwache Leistung. Und jetzt. Das war jetzt nur Training-Match. Ja, heute war ganz klar ein Sieg. Heute spielt auch Kemo, Martin Schirr. Und das war ein andere Match. Und glaubst du, dass sie da auf dem Spielerischen bei dir wieder, dass wieder besser wird, die nächsten Spiele? Brauchst du mehr Spielanteile? Ja, ich spreche immer mit Olschi. Er hat mir Fragen, wann ich kann spielen. Ich sage, ich muss spielen mehr. Und es ist nicht leicht. Hier ist 14 Spiele. Alle muss spielen. Das diese Mal. Match war sehr gut für alle. Ja, spielt alle, Philipp, Lukas, Alex. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, kommt schwere Matches. In Korneburg 1, auch Trofeja in der Regionalliga. Und für uns ist es sehr wichtig, spielen zusammen und auch alle. Siehst du die Chancen für den Aufstieg für uns, für die Regionalliga in der Bundesliga? Glaubst du, dass wir Chancen haben, dass wir es schaffen? Ich hoffe, ja. Aber wir spielen mit Trofeach, wir spielten in Trofeach, mit Trofeach in Klagenfurt, aber das war ein anderer Match. Nicht komplett im Anschlag. Wir auch, und Trofeach auch. Ergebnisse in Landesliga, Trofeach sehr gut, ja, letzte war 54-30, ja, aber Martin Schirr sagt, dass diese Landesliga war schwach. Ich hoffe, ich sehe Watt vom Haus, aus Wien, sie spielen, ich weiß nicht wie, Korneburg 1, sie haben gute rechte Seite und das ist alles. Ne. Trofeach war ein großes Problem. Wenn ich ein Spiel ist, dann ja. Aber wir spielen komplett. Ich hoffe, das ist in unsere Hände. Ich denke auch. Lukas, ich danke fürs Gespräch. Danke. Ja, ciao. Bitte, ciao.